Okay, Zeit für ein Ratespiel. Welches Land hat den längsten Zaun der Welt? Wie wäre es mit der zweitgrößten Kriegenpopulation? Dreimal mehr Schafe als Menschen? Okay, ein Wort. Kängurus. Genau, ich rede über das Land da unten. Was weißt du über Australien? Beginnen wir mit dem Namen. Australien stammt von dem lateinischen Wort Australis, was südlich heißt. Im 2. Jahrhundert gab es Legenden von einem mysteriösen Terra Australis Incognita, also einem unbekannten südlichen Land. Tja, heutzutage ist es ziemlich bekannt, also lass uns mehr drüber rausfinden. Entgegen des Vorurteils von ganzjährig heißem Sommerwetter kriegen die australischen Alpen, was die höchsten Berge Australiens sind, mehr Schnee als die Schweizer Alpen. Pack also schon mal deine Skier ein. Die längste staatliche Fernverkehrsstraße finden wir in Australien. Sie ist mehr als 14.500 Kilometer lang. Zum Vergleich, der Erddurchmesser beträgt nur 12.742 Kilometer. Genau genommen ist es ein Netzwerk von Schnellstraßen, das die Hauptstädte der Bundesstaaten miteinander vernetzt. Ich bin mir sicher, du hast schon von der chinesischen Mauer gehört, aber was ist mit dem großen australischen Zaun? Das ist nicht sein offizieller Name. Der Dingo-Zaun im Südosten Australiens erstreckt sich über 5.600 Kilometer. Wieder ein Vergleich, damit könntest du die USA von Los Angeles bis nach Newton in Maine trennen. Na, überrascht, dass Australien so riesig ist? Es ist fast genauso groß wie die kontinentalen USA und die 4000 Kilometer lange Strecke von der West- zur Ostküste ist weiter als die Distanz zwischen Barcelona und Moskau. Insgesamt ist Australien das sechstgrößte Land und dabei ist es auch noch ein eigener Kontinent. Doch obwohl sie so viel Platz haben, leben mehr als 80% der Australier innerhalb von 100 Kilometer Küstenland. Damit hat Australien die küstenliebendste Population der Welt. Das wiederum impliziert, dass es verdammt viele Strände gibt. Tatsächlich ist es so, dass du 30 Jahre brauchst, um jeden einzelnen zu sehen, wenn du dir jeden Tag einen neuen anschaust. Das größte Stück Eigentum in Australien ist 2.103.500 Quadratkilometer groß. Da würde Südkorea ganz locker drin Platz finden. Auch die Termiten des Landes sind fleißige Häuslebauer. Ihre Hügel sind die größten von Tieren erschaffenen Strukturen weltweit. Bevor die Menschheit in Australien ankam, lebte dort Megafauna. Hättest du dort vor 46.000 Jahren gelebt, wärst du heute tot. Aber du hättest 3 Meter große Kängurus, 7 Meter lange Guana-Eidechsen und Enten so groß wie ein erwachsenes Pferd sehen können. Quark. Die größte lebendige Struktur auf diesem Planeten ist das Great Barrier Reef in Australien. Es hat übrigens seinen eigenen Briefkasten. Es gibt Gerüchte, die Fische dort würden Aalmails versenden. Weder Kängurus noch Emus können rückwärts laufen, daher sind sie auch Teil des australischen Wappens. Stets voran. Das Schnabeltier, ein eierlegendes Säugetier, das ausschließlich in Australien lebt, ist eines der seltenen giftigen Säugetiere auf diesem Planeten. Das Gift ist für Menschen zwar extrem schmerzhaft, aber nicht tödlich. Also nicht vergessen, leg dich niemals mit einem Schnabeltier an. Als übrigens das erste Schnabeltier nach England verschifft wurde, dachten die Leute, da spielt ihnen jemand einen Streich. Die Engländer glaubten, die Australier hätten einen Entenschnabel an den Körper einer Ratte genäht. Bis es sie gebissen hat. Und dann gab's nichts mehr zu lachen. Tagsüber in der Brandung zu schwimmen, war in Australien bis 1902 illegal. Nachdem jedoch eines Nachmittags ein Mann ruhig in die Wellen am Manly Beach schritt, erfreute sich Baden in der Brandung zunehmender Beliebtheit. Die größte Population von Griechen außerhalb von Griechenland selbst lebt in Australien. Genau genommen in Melbourne. Mehr als 160.000 Menschen, die dort leben, sagen, sie stammen von Griechen ab. 1880 war Melbourne die reichste Stadt der Welt. Heutzutage trägt Tokio diesen Titel. Und bis 2018 wurde Melbourne 7 Jahre in Folge als die lebenswerteste Stadt eingestuft. Doch dann wurde sie von Wien auf den 2. Platz verdrängt. Komm schon, Melbourne, das lässt du doch nicht auf dir sitzen. Einer von Melbournes Gründern hieß John Batman. Das war wirklich sein echter Name. Und jetzt pass auf, die Stadt wurde zeitweise Batmania genannt. Zu schade, dass man dann beschloss, sie umzubenennen. In Robinville? Nee.
2018 lag Australien beim Index der menschlichen Entwicklung an dritter Stelle hinter Norwegen und der Schweiz. Dieser Index bewertet die Bildung, Lebenserwartung und das Einkommen. Läuft bei denen. 2005 wurde den Sicherheitsbeamten im Parlamentsgebäude in Canberra verboten, andere mit Kumpel anzusprechen. Aber das Verbot galt nur einen Tag lang. Kumpel. Solltest du mal im westlichen Australien sein, kannst du einen ihrer extrem salzigen pinken Seen besuchen. Ihre Kaugummifarbe verdanken sie bestimmten Algen- und Bakteriensorten. Es ist zu ungefährlich, in ihnen zu schwimmen, pass aber nur auf, was du kaufst. Oh, und vergiss nicht, ein Selfie beim Schwimmen in dieser Himbeerbrause zu machen. Dann kannst du dich nämlich auch gleich bei den Australiern für das Wort Selfie bedanken. Es gibt ungefähr 74 Millionen Schafe auf 25 Millionen Menschen in Australien. Das macht ein bemerkenswertes Verhältnis von 3 zu 1. Nur China und Indien haben noch mehr. Oh, und das mit dem Känguru stimmt auch. Es gibt doppelt so viele Kängurus wie Menschen. Das sind also 50 Millionen gegenüber 25 Millionen. Wo wir gerade davon sprechen, wenn ein Känguru geboren wird, ist es nur 1,3 Zentimeterchen lang. Es ist haarlos, ganz pink und wie ein kleines Gummibärchen. Was gibt's noch in Australien? Richtig, Koalas. Und um das zu toppen, gibt es 10-mal mehr Kamele als Koalas. Viele der Kamele aus dem Mittleren Osten stammen aus Australien. Im westlichen Australien ist es gesetzeswidrig, mehr als 50 Kilogramm Kartoffeln zu besitzen. Naja, jedes Land hat so seine eigenen kuriosen Gesetze. Dem Architekten des weltberühmten Opernhauses in Sydney kam die Idee für diese einzigartige Konstruktion, als er auf eine Orange herumkaute. Wenn du alle Segel der Dachkonstruktion des Gebäudes zusammensetzt, erhältst du eine perfekte Kugel. In Australien hat man die ältesten Fossilien der Welt gefunden. Sie sind sage und schreibe 3,4 Milliarden Jahre alt. Das ist fast älter als die Reste in meinem Kühlschrank. Es gibt dort so viele verschiedene Tierarten, dass bisher nur 25% von ihnen entdeckt wurden. Von allen in Australien entdeckten Tierarten hat nicht eine Hufe. Burger King verwandelt sich auf magische Weise in Hungry Jacks, sobald du den Kontinent Down Under betrittst. Das ist der australische Name für die berühmte Fastfood-Kette. Australien ist ein einzigartiger Kontinent, da es dort keine aktiven Vulkane gibt. Gleichzeitig ist es der flachste Kontinent auf unserem Planeten. Obwohl es doch einige Berge gibt. Einer von ihnen heißt Berg der Enttäuschung. Er ist nur 800 Meter hoch und die Entdecker William Hovell und Hamilton Hume hatten natürlich erwartet, von oben einen schönen Ausblick zu haben. Als sie oben angekommen waren, stellten sie aber fest, dass die vielen Bäume auf dem Gipfel die Sicht versperrten. Und was glaubst du, wie die sich dann gefühlt haben? Genau. In Australien gibt es unzählige Flora- und Faunaarten, die du nirgendwo anders finden wirst. Darunter auch unglaubliche 1500 Spinnenarten. Spinnenarten. Während ein paar davon tödlich giftig sind, sind die meisten jedoch total harmlos. Aber wie unterscheidet man sie? Tragen die Giftigen ein Warnschild oder so? Schade. Hier findest du auch 21 der 25 giftigsten Schlangenarten weltweit. Mehr als 90% von Australien ist mit irgendeiner Form von Vegetation bedeckt. Seit 1988 hat Australien eine Nationalblume, die goldene Akazie. Wenn diese Pflanze blüht, schmückt sie sich in den Nationalfarben des Landes, grün und gold. Australien ist ein multinationales Land mit mehr als 200 gesprochenen Sprachen und Dialekten. Die häufigsten nicht-englischen Sprachen sind Mandarin, Griechisch, Arabisch, Vietnamesisch und Kantonesisch. Es gibt 19 UNESCO-Welterbestätten in Australien. 12 davon sind Weltnaturerbestätten, 3 Weltkulturerbestätten und 4 gemischte. Der Unterschied zwischen Australiens kompletter Breite und Länge beträgt nur 320 Kilometer. Hast du einen 8-Stunden-Arbeitstag? Du kannst dich bei den australischen Steinmetzen dafür bedanken. 1865 forderten sie den Standard von 8-Stunden-Schichten einzuführen. Von dort aus verbreitete sich das Konzept in die ganze Welt. Mit 3 Einwohnern pro Quadratkilometer hat Australien eine extrem niedrige Bevölkerungsdichte. Im Gegensatz dazu leben in den USA 33 Einwohner pro Quadratkilometer und in Deutschland sind es 237. Die nationale australische Luftfahrtgesellschaft Qantas verwendet für ihre Inlandsflüge aufbereitetes Speiseöl als Kraftstoff.
So, habe ich irgendwas vergessen? Kennst du noch weitere coole Fakten über Australien? Dann mal her damit. Schreib's unten in die Comments rein. Hast du was Neues heute gelernt? Dann gib dem Video ein Like und teil's mit deinen Freunden. Aber stopp, hüpf nicht gleich wieder weg. Wir haben über 2000 spannende Videos für dich. Such dir schnell noch eins aus und genieß die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.